Jo Leute, was geht ab? Ich bin's euer Raton und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video geht es um die Logitech G432, ein 7.1 Gaming Headset und was das alles so kann und vor allem wie gut das Ganze ist, das verrate ich euch direkt nach dem Intro. So Freunde, ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt erstmal wie immer zusammen aus, schauen mal, was da alles so mitgeliefert wird, was auf der Verpackung so steht und dann teste ich für euch das Ganze auf der PlayStation und auf dem PC und guck mal, ob es da irgendwelche Unterschiede zu erkennen gibt. Was ich immer ein bisschen blöd finde bei einem Headset-Review ist, dass ihr das Ganze nicht direkt richtig hören könnt, sondern wirklich auf meine Meinung vertrauen müsst. Aus dem Grund, Freunde, teste ich wie gesagt das Ganze für euch. Ihr kennt ja hoffentlich mittlerweile alle meinen Kanal, falls nicht, ein kostenloses Abo dalassen und ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt erstmal hier aus. Dafür brauche ich mein Teppichmesser. Schneiden wir das Ganze mal hier an der Seite auf. Zack. Zack. Ich bin echt gespannt. Es ist ein Headset, was um die 80 Euro rum kostet. Also es ist jetzt gerade nicht gerade ein sehr, sehr günstiges Headset, aber es ist auch kein sauteures Headset. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich selbst benutze ja das Astro A50 und vor allem bin ich halt da ein bisschen neugierig, wie gut das hier jetzt mithalten kann. So, und vor allem die Verpackung. Die Verpackung gefällt mir immer sehr gut. Ich packe das jetzt erstmal nur hier aus und dann schauen wir erstmal nochmal, was das überhaupt hier alles kann. Ist auf jeden Fall ein 7.1 Headset, steht ja hier drauf. Es funktioniert mit dem PC, mit der PS4, Xbox One, Nintendo Switch und 3,5 mm Klinkenanschluss. Das heißt, Smartphone, MP3-Player und so weiter. Das funktioniert natürlich auch. Dann haben wir hier ein DTS Headphone X2.0. Das ist der 7.1 Sound, beziehungsweise es geht nochmal ein bisschen weiter als 7.1 Sound. Das ist halt dafür da, dass man wirklich die Schritte von den Gegnern viel, viel besser hören kann. Das besitzt dieses Headset hier auch. Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr gut. Denn Schritte von Gegnern zu hören ist immer sehr, sehr wichtig. Das kann wirklich, den ein oder anderen Sieg entscheiden auf jeden Fall. Schritte wirklich, Freunde. Also jeder, der heutzutage noch auf dem Fernseher spielt mit den Monitorboxen bzw. Fernsehlautsprechern oder auf dem Monitor mit Monitorlautsprechern oder wie auch immer, irgendeine Form von Lautsprechern. Freunde, da, ja, just for fun auf jeden Fall kann man das machen, aber keine Ego-Shooter. Da ist es auf jeden Fall wichtig, dass man wirklich überall die Schritte hört, dass man halt einfach das Game dominieren kann und dort auf jeden Fall immer vorbereitet ist, wenn irgendwo einer angelaufen kommt. So, with big... Okay, warte, das Ganze steht auch in Deutsch hier drauf. Große 50 mm Lautsprecher lassen dich alle Details, jeden Schritt und jede Explosion deutlich hören und spüren. Das ist das, was ich gemeint habe. Man hört halt die Schritte und so weiter alles viel, viel besser. Große 50 mm Lautsprecher. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Auf jeden Fall viel mehr steht hier jetzt auch nicht drauf. Auf DTS sind wir auch drauf eingegangen. Die Klangweite im Spiel ist von jeder Position aus hörbar. In 7.1 Surround Sound durch die 3D-Geräuschkulisse sind sich nähernde Feinde von allen Seiten wahrnehmbar. Also das heißt, ob einer von hinten kommt, von vorne kommt, scheißegal, Freunde, wir hören auf jeden Fall, wo der Gegner herkommt. Steht hier zumindest so drauf. Ob es so ist, werden wir sehen. Ansonsten, wie gesagt, die Verpackung ist eine schöne Verpackung. Die Verpackung kann man sich auf jeden Fall auch mal so irgendwie ins Regal stellen oder so. Da stehe ich immer total drauf, wenn Verpackungen einfach gut aussehen. Und da achten die ganzen Hersteller auch mittlerweile sehr drauf, Freunde. So, ansonsten gehen wir jetzt hier mal weiter. Wie kriegen wir jetzt hier unser Headset raus? Das ist eine gute Frage. Achso, okay, einfach hier aufklappen. Was liegt hier drinne? Benutzerhandbuch, man kennt's. Man braucht's nicht, in den meisten Fällen zumindest. So, und was haben wir jetzt hier? Aha, aha, okay. Ah ja, ah ja. So, hier ist jetzt nichts mehr drinne. Also wir haben hier schon mal einen Adapter. Öffne ich jetzt mal ganz kurz. So, hier ein Adapter. Logitech G. Zeichen ist auf jeden Fall auch drauf. Das ist wahrscheinlich für den PC, gehe ich mal von aus. Ob man das so auch auf der PlayStation oder Xbox, Nintendo Switch nutzen kann, weiß ich nicht. Auf der PlayStation werde ich das Ganze jetzt gleich auf jeden Fall auch so ausprobieren. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Adapter, dass wir das Ganze per USB anschließen können. Sehr, sehr wichtig meiner Meinung nach. Denn über USB haben wir eigentlich immer so den besten Sound. Und nicht über den Klinkenanschluss von den von dem PlayStation Controller. So, das haben wir jetzt hier alles abgenommen. Die Ohrmuscheln sind auf jeden Fall aus Kunstleder. Auf jeden Fall auch sehr, sehr weich.
Dann der Bügel hier ist aus Edelstahl. Das heißt auf jeden Fall auch, dass der langlebiger ist, denn ich kenne auch so Headsets, da brechen die sehr, sehr gerne mal irgendwann ab. Deswegen sind die hier aus Edelstahl, dass genau sowas nicht passiert. Ich hatte zum Beispiel auch, das ist jetzt kein Hate oder so, das ist auch schon länger her, ein Turtle Beach, ich glaube das P500, Steel 500, irgendwie so hieß es auf jeden Fall. Ist schon, wie gesagt, sehr, sehr lange her, als ich das benutzt habe. Und da ist auf jeden Fall der Bügel abgebrochen. Dann hat sich das Ganze nochmal in 520, da ist es leider auch abgebrochen, ja. Deswegen, Edelstahl ist auf jeden Fall ein gutes Material, sehr gut gewählt. Kann man auf jeden Fall nichts falsch machen, damit das Ganze hier auch gut auf dem Kopf sitzt, ohne abzubrechen irgendwann mal. So, hier haben wir auf jeden Fall auch nochmal den Klinkenanschluss. Das heißt, wir können das Ganze hier dann anstöpseln. Zack. Und das hier dann einfach an den PC. Vielleicht sogar an die PlayStation. Das muss ich dann aber mal schauen. Ich denke mal schon. Ansonsten haben wir hier auch nochmal einen Adapter für den PC zum Beispiel. Mikrofon, Kopfhörer oder halt zum Beispiel einfach nur so an Smartphone. Und damit fangen wir an, Freunde. Ich teste das Ganze jetzt hier einfach mal auf meinem Smartphone. Zack. Bin mal gespannt, ob das Ganze sich dann auch noch gut genug anhört, denn wir haben ja theoretisch auch keinen Strom, ja. So, und damit habe ich bis jetzt noch nicht so gute Erfahrungen gemacht mit Headsets, die halt keinen Strom bieten. Hier sehen wir auch nochmal, wie wir das Mikrofon runterklappen können. Mikrofontest werde ich auf jeden Fall auch noch einfügen. Aber dazu kommen wir noch. So, ich teste das Ganze jetzt mal, setze das mal auf. Okay, was ich liebe an Kunstohrpolster, Freunde, Kunstlederpolster für die Ohren. Was ich da immer so geil finde, ist, man hört halt wirklich sich selbst fast gar nicht mehr. Bei meinem Astro A50 ist das schon ganz anders. Die sind nämlich aus Stoff, da gibt es zwar auch so andere Aufsätze für Leder, aber das ist schon ein krasser Unterschied. Wenn ich jetzt so rede, oder aber auch, wenn ich so rede. Also so höre ich mich fast, mit dem Astro A50 höre ich mich fast immer noch, wie wenn ich die gar nicht auf hätte. Weil die halt aus Stoff sind. Das finde ich einigermaßen störend, sage ich mal. Da gibt es, wie gesagt, auch die Lederaufsätze. Die wollte ich mir schon immer mal holen. Aber die 50 Euro, die sind es mir dann auch nicht wert. Deswegen muss ich sagen, das ist schon genial. Aus dem einfachen Grund, man hört niemanden, Freunde. Man hört niemanden und kann sich vollkommen aufs Spiel konzentrieren. Das kann natürlich ein Vorteil sein, dass man niemanden hört. Also jemand, der im Raum ist oder so. Ja, oder wenn mal irgendwie die Mutter ruft, die Freundin ruft oder sonst was. Kann Vorteil sein, Freunde. Muss es aber nicht. Deswegen finde ich es auf jeden Fall gut. Ja, muss jeder selber wissen. Ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht. So, bequem ist es auf jeden Fall auch. Da müsste man auf jeden Fall auch nochmal gucken. Das Ganze werde ich auch auf jeden Fall testen und dann in die Kommentare schreiben. Wahrscheinlich auch anpinnen oder in die Infobox mal gucken. Werde ich dann auf jeden Fall aktualisieren. Ich werde mit dem Headset nämlich jetzt auch noch ein bisschen weiter spielen. Und vor allem mal testen, wie es denn aussieht, wenn ich dieses Headset 5-6 Stunden an den Ohren habe. Ob es wehtut oder nicht wehtut. Ich habe jetzt nicht gerade einen kleinen Kopf, ja. Aber ich werde das Ganze testen und dann werde ich euch berichten, ob es denn wirklich nach einer Zeit wehtut oder halt nicht. Denn ich hatte früher auch sehr, sehr große Probleme damit. Was ich aber jetzt schon sagen kann ist, meine Ohren sind übrigens auch nicht gerade klein. Und die passen hier komplett in die Ohrmuschel rein. Das ist auf jeden Fall gut. Also komplett. Die sind drin. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass meine Ohren irgendwann später wehtun werden. Weil die halt einfach komplett abgedeckt sind. So, aber jetzt erstmal Handy entsperren. Okay, Sound habe ich schon. Ich starte jetzt einfach mal Musik. Ihr hört das wahrscheinlich jetzt nicht. Okay. Irgendwo muss noch ein Lautstärkeregler sein. Aha, hier. Okay. Ja, finde ich gut. Okay. Ich will jetzt auch noch mal ganz kurz gucken. Es gibt hier nämlich einen Lautstärkeregler, damit können wir lauter und leiser machen. Es ist auf jeden Fall sehr laut, muss ich sagen. Das gefällt mir schon mal auch sehr gut. Mehr haben wir hier aber auch nicht. Das Design ist halt auch schon wirklich klasse, Freunde. Wir haben hier zwar keine LED-Beleuchtung, aber Headsets mit LED-Beleuchtung, jetzt mal ernsthaft, Freunde. Ich weiß ja nicht, wohin das Ganze noch führen soll. Ich bin totaler LED-Freak, aber Headsets mit einer LED-Beleuchtung bringen meiner Meinung nach wirklich komplett nichts. Ja, man sieht es ja selbst noch nicht mal. Aus dem Grund finde ich das Design auf jeden Fall schick. Hier an der Seite auch nochmal so wie Edelstahl, wenn es denn nicht sogar Edelstahl ist. Ist auf jeden Fall richtig cool platziert. So ein bisschen Hochglanz.
erkennt man bestimmt auch gut hier in der Kamera durch die Beleuchtung, die hier oben drüber sitzt. Ist auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Und die Musikqualität, darüber kann ich mich jetzt echt nicht beschweren. Also Bass ist auch dabei. Das finde ich echt richtig gut. Okay, finde ich auf jeden Fall nice. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, dass ich das Ganze mal jetzt einfach an meinen PC anschließen werde. Dort dann nochmal testen werde. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Headset jetzt an meinem PC angeschlossen und wie ihr es vielleicht auch schon hören könnt, mache ich gerade einen Mikrofontest. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es wirklich Welten sind zu dem Großmembran-Mikrofon, was ich gerade benutzt habe, wie ihr mich vorher gehört habt. Deswegen, es ist ein Mikrofon, ein Headset-Mikrofon. Ich werde es mir auf jeden Fall im Nachhinein anhören und bin sehr, sehr gespannt. Ansonsten, falls es euch gefällt, lasst doch mal einen Daumen nach oben da oder kommentiert es mal unten, ob euch diese Qualität mit dem Mikrofon vom Headset gefällt oder nicht gefällt. So, Freunde, ich habe das Headset jetzt ungefähr 3,5 Stunden für euch getestet und hatte das auch fast die ganze Zeit aufgehabt und muss sagen, dass es bisher mir an den Ohren noch nicht wehtut. Okay, ich muss sagen, wie gesagt, fast die ganze Zeit, wenn ich mal aufs Klo muss, Freunde, das Headset ist kabelgebunden, kann ich das Headset nicht auflassen oder wenn ich mir mal irgendwas holen wollte. Aber nichtsdestotrotz, bisher tun mir meine Ohren nicht weh. Falls es irgendwas noch geben sollte, dieses Video wird wahrscheinlich nämlich so um die 4-5 Tage später erst online kommen, nachdem ich das fertig gedreht habe. Und ich werde das Headset natürlich weiterhin testen. Werde ich das Ganze in die Infobox schreiben, wie ich es auch am Anfang gesagt habe, oder in die Kommentare. Könnt ihr dann mal ein bisschen abchecken, ob da irgendwas steht, ob es mir dann letztendlich wehgetan hat oder nicht. Weil das ist, finde ich, einer der wichtigsten Punkte für ein Headset. Was ich auch noch mal ganz kurz erwähnen will, diese Funktion kennt man wahrscheinlich, aber so ist euer Mikrofon an, so ist euer Mikrofon aus. Nur, dass ihr es auch nochmal wisst, so kann man das Ganze nämlich muten und wir haben halt hier nur die Lauter- und Leiser-Taste. Mehr gibt es hier auch nicht. Auf jeden Fall gibt es am PC auch noch eine Software, wo wir ein bisschen was einstellen können, aber ich habe das Ganze auch zum Beispiel mal mit meinem Astro A50 getestet und muss sagen, das Headset ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr gut und kommt sehr nah auch an mein Astro A50, ja. Ich muss sagen, das Astro A50 ist dennoch ein bisschen besser, meiner Meinung nach. Ich meine, es kostet auch einfach mal fast das Vierfache wahrscheinlich oder sogar fast das Fünffache. Das Headset kostet 80 Euro und das Astro A50 so um die 350 Euro, also ungefähr das Vierfache, Freunde, kostet dieses Headset. Und aus dem Grund kann ich auf jeden Fall sagen, dass es gut genug ist für den Preis und man auf jeden Fall alles hört. Der Klang hört sich meiner Meinung nach wirklich, also Musik kann man damit super hören. Die Schritte hört man auch wirklich sehr, sehr gut am PC und auch auf der PlayStation. Allerdings muss ich da auch nochmal kurz sagen, an der PlayStation klingt das Ganze nochmal etwas anders. Ich kann euch natürlich jetzt keinen direkten Vergleich zeigen bzw. euch irgendwie abspielen lassen, aber es klingt nichtsdestotrotz auch auf der PlayStation sehr gut. Wie es jetzt auf anderen Konsolen klingt, kann ich leider nicht sagen. Ich habe keine Xbox, keine Nintendo Switch oder sonst was, aber Smartphone, PC und PlayStation klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut und wie gesagt, es kommt sehr nah auch an mein Astro A50, auch wenn da preislich wirklich sehr, sehr große Unterschiede sind. Man muss natürlich auch bedenken, das Astro A50 hat halt noch eine Dockingstation beispielsweise. Ist zwar meiner Meinung nach immer noch nicht dem Preis gerechtfertigt, aber ist auch ein anderes Thema, Freunde. Ich kann dieses Headset auf jeden Fall empfehlen. Jeder, der dieses Design schick findet, jeder, der 80 Euro jetzt nicht unbedingt so teuer findet für ein Headset und das Ganze halt auch mal gerne irgendwie am PC und an der PlayStation nutzen möchte oder vielleicht auch an der Nintendo Switch oder sonst was, ist dieses Headset für jede Konsole geeignet und sehr, sehr gut umgesetzt, meiner Meinung nach. So, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem Video. Falls das Video euch gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen bezüglich dieses Headsets habt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare oder sogar auf Instagram, Freunde. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Da könnt ihr mir auch jederzeit schreiben. Und dort seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand, was
einfach meinen YouTube-Kanal angeht, wenn ich mal neue Projekte habe, was so demnächst kommt, wenn ich live gehe und so weiter und so fort. Da seid ihr auf Instagram auf jeden Fall genau richtig. Und ansonsten, wer noch Interesse an diesem Headset hat, Link ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und das war's auch schon, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns schon ganz bald wieder. Euer Ratun. Peace.